Hallo miteinander. Ich bin Oberstleutnant Jonathan von der israelischen Armee und ich befinde mich in einem israelischen Kibbutz, nur wenige Kilometer vom Gazastreifen entfernt. Das hier ist der Kindergarten des Kibbutz. Heute früh, kurz vor 7 Uhr, noch bevor die Kinder hier eintrafen, wurde dieser Kindergarten von einer Granate getroffen. Das sind Splitterstücke, die wir auf dem Boden fanden. An diesem Ast kann man erkennen, wie heftig der Einschlag gewesen ist. Auch am Gebäude des Kindergartens lässt sich das sehen. Die komplette Front ist gespickt mit Granatsplittern. Die Mauer ist verstärkt, um die Kinder vor Angriffen zu schützen. Lasst uns den Schaden von nahem begutachten. Sie sehen dort den Eingang zum Kindergarten. Hier sind Granatensplitter. Und hier. Und dort ein ziemlich großes Loch. Das wurde wahrscheinlich von etwas wie dem verursacht. Das ist die Türe. Wenn man lauscht, kann man die Kinder drinnen hören. Da sehen Sie, wie der Kindergarten getroffen wurde. Ein Einschlag dort, dann da und hier. Die Mauer und die Türe sind verstärkt. Kaum auszudenken, was passiert wäre, wenn diese Granatensplitter israelische Kinder getroffen hätten.